Fröhliches 2015, dir Kevin und auch dir Internet und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Videoblogs Kurzboot. Dabei handelt es sich um ein neues Projekt, was Kevin und ich dieses Jahr starten wollen. Die Absicht ist, dass wir alle 2 Tage ein neues Video online stellen, abwechselnd von Kevin und von mir gemacht, wo wir im Endeffekt über Gott und die Welt reden und über das, was uns gerade so einfällt. Das wird sich dann nach und nach so weiter noch rauskristallisieren. Wobei, vielleicht weniger über Gott, weil wir haben uns noch nicht ganz entschieden, wie wir mit kontroversen Themen umgehen, aber das wird sich alles noch zeigen. Die Absicht ist, das wirklich die ganze stringent durchzuziehen und kein einziges Video ausfallen zu lassen, denn ansonsten werden schlimme Dinge passieren. Aber dazu später mehr. Ich glaube, das wird lieber Kevin erklären. Wie dem auch sei, das Thema der heutigen Sendung ist Improvisation. Was mehr damit zu tun hat, dass das alles hier gerade etwas sehr zusammen improvisiert ist, da leider meine Amazon-Lieferung nicht angekommen ist. Ich habe auch zu spät bestellt, ja. Was bedeutet, ich sitze jetzt hier ohne Kamera, ohne Stativ, ohne professionelle Beleuchtung und ohne Schneidesoftware. Beziehungsweise ich habe eine runtergeladen, aber die ist... Deswegen ich jetzt probiere, das Ganze in einem Take durchzuschaffen. Das ist gar nicht so einfach, das sieht man daran, dass der Tee schon längst alle ist. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass Kevin jetzt nicht wieder anruft, weil er damit schon das vorletzte Take ruiniert hat. Wie dem auch sei, auf ein fröhliches 2015, auf das es besser wird als letztes Jahr, denn, seien wir mal ehrlich, letztes Jahr war, jedenfalls was so weltpolitisch angeht, eher, ich meine, Ebola, Ukraine, ISIS, immerhin ist nicht das eingetreten, was manche Leute prophezeit haben, dass, weil es ja 100 Jahre jetzt war, seit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, dass wir wieder an einem neuen Wendepunkt stehen, möglicherweise der Dritte Weltkrieg kommt. Jetzt können wir glücklicherweise sagen, es ist nicht passiert. Jedenfalls nicht in 2014. Was nicht ist, kann noch werden, aber... Oh Gott, ich hoffe nicht. Wie dem auch sei. Bisher, das neue Jahr ist leider auch nicht so großartig gestartet. Also für mich persönlich schon, ganz gut. Aber der erste Blick ins Internet hat mir sofort an Nachrichten gezeigt. 36 Leute in Shanghai totgetrampelt bei einer Massenpanik. Aber hey, es kann nur besser werden. Von daher... Wir hoffen das Beste. Toi, toi, toi. Ich will das Video jetzt auch nicht länger machen, als es unbedingt sein muss. Wir werden nach und nach uns weiterentwickeln. Die nächsten Videos werden auch definitiv technisch besser sein, mit stärkeren Konzepten. Das hier ist jetzt auch mehr so wie ein Versuchslauf. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort, Kevin. Frohes Neues!